Am Sonntag begrüßt Andrea Kiewel wieder die ZuschauerInnen zum ZDF-Fernsehgarten. Das Motto dieses Mal, 80er und 90er. Passend dazu sind neben ihrem diesmaligen Co-Moderator Joachim Jambi Gäste wie Ex-Boxer Henry Maske, Maren Gilzer, Oli P. oder Gildo Horn dabei. Passend zum Motto sollen die Promis ihr 80er und 90er Wissen in Spielen unter Beweis stellen. Doch für einen unangenehmen Patzer sorgte dabei die Moderatorin selbst. Für die ZDF-Show erinnern sich die Stars nur zu gerne an ihre eigene Vergangenheit zurück. Als sich Andrea Kiewel bei der einstigen Dschungelcamp-Siegerin und Glücksrad-Fee Maren Gilzer über deren damalige Modesünden erkundigt, erklärt diese ganz offen, breite Schultern und kein BH. Joachim Jambi irritiert mit Anzug. Apropos Modesünde. Zu einer solchen lässt sich auch Joachim Jambi hinreißen. Er wählt für seine Fernsehgarten-Moderation einen zitronengelben Anzug. Den lässt auch Kiwi nicht unkommentiert, muss jedoch einräumen. Wenn einer das tragen kann, dann du. Auf Twitter stellt ein aufmerksamer Zuschauer allerdings schnell fest, dass es nicht das erste Mal ist, dass Jambi diesen Anzug im TV aufträgt. Erst kürzlich hatte er den gelben Zweiteiler bei Let's Dance aufgetragen. Andrea Kiewel verwundert mit Ahnungslosigkeit. Als Co-Moderator ist Jambi in der Sendung auch für die verschiedenen Spiele mitverantwortlich, in denen sich die Promi-Gäste in Teams beweisen müssen. Eine der Herausforderungen? Getrötete oder gesummte Lieder erkennen. Dafür holt der Let's Dance-Juror eine Tröte hervor, und es wird unangenehm. Ich kenne nur ein Lied, verkündet Jambi und setzt direkt zur Kostprobe an. Eigentlich unverkennbar trötet er die Let's Dance-Melodie. Eine ist jedoch komplett ratlos. Andrea Kiewel. Was war das? Fragt sie leicht irritiert nach. Etwas verwundert klärt Jambi die Moderatorin auf, die Aufmerksamkeit aber direkt auf eine andere Melodie lenkt und ihren Fauxpas somit gekonnt überspielt. Let's Dance-Juror irritiert Fernsehgarten-Fans. Das, ausgerechnet Joachim Jambi als Co-Moderator von Andrea Kiewel fungiert, sorgt auf Social Media für Verwunderung. Dachte der Jambi ist sich für sowas zu schade. Wundert sich ein Twitter-User und fragt sich, ob die ZuschauerInnen Kiewel allein nicht mehr ertragen. Mit Jambis mittlerweile Omnipräsenz im TV sind allerdings auch einige alles andere als zufrieden.